Sonntagmittag in Lödingen, 13.15 Uhr. Um 16.30 Uhr ist Hochwasser in Evenshare, also mitten im Tjeldsund. Und drei Stunden vorher bis drei Stunden nachher geht die Strömung Richtung Nord. Das heißt, wir legen jetzt ab, um in ungefähr drei Stunden dann an der Engstelle zu sein. Das sind 12, 13 Seemeilen, das passt genau. Das hier ist Lödingen. Wir haben nicht viel gesehen. Letztes Mal sind wir mehr unterwegs gewesen. Aber da das Wetter stimmt und wir Südwind haben, haben wir uns entschieden, gleich weiter zu segeln und dann in Harstadt Pause einzulegen. Hier vor der Einfahrt in den Tjeldsund ist die Boje schon leicht schräg. Wir haben etwa ein halb bis ein Knoten Strömung mit uns, die uns jetzt in den Tjeldsund hineinschiebt. Vorne geht es ums Eck. Wind hat inzwischen nachgelassen und wir fahren unter Motor. Wir fahren jetzt in den ersten von den drei Engstellen ein. Die weißen Häuser da, die gehören zu dem kleinen Ort Ballstadt und danach benannt ist die erste Engstelle Ballstadt-Straumen. Wir sind immerhin schon bei 6,7 Knoten über Grund, das heißt locker anderthalb Knoten schiebt uns hier der Strom voran. Jetzt sind wir mittendrin im Ballstadt-Straumen. Hier sieht man, wie sich das Wasser stärker kräuselt und kabbelt, die Strömung. Und wir sind schon bei 7 Knoten Geschwindigkeit angelangt. 7,1. Es wird immer schneller. Hier geht es mit 7,9 Knoten vorbei. Hier kabbelt das Wasser. Hier ist der Ballstraum. Hier ist der Ballstraum. Hier ist er. Hey. Ah, jetzt. Ja, schlängelt ganz schön hin und her. Die zweite Engstelle ist der Sandtorkstraumen. Und an der entscheidenden Stelle gibt es hier zwei Ober- und Unterfeuer. Hier haben wir gleich zwei in Linie. Hier kabbelt sich das Wasser. Und die anderen Ober- und Unterfeuer sind geradeaus. Die zwei roten an Land oder auf der Insel. Und hier muss man jetzt den Kurs nach Backbord wenden, um hier an der gelben Tonne vorbeizukommen. Und danach ist wieder rot-grün betont. Und hier in der Mitte ist eine Untiefe, die man tunlichst meiden soll. Sieht man noch mal die Strömung im Sandtorkstrom. Also hier ist jetzt die schnellste Stelle bisher. Wir düsen hier mit 8,2 Knoten entlang. Also 3 Knoten Strömung haben wir hier bestimmt. Das ist die dritte Engstelle mit einer Brücke. Die Brücke über den Steinslandstraumen. Irres Wetter, kein Wind, so richtig Sightseeing im Tjeldsund war das heute, gell? Jawohl. Gerade gab es Apfelkuchen. Oh, ja, ich sag euch was.
Hier sieht man noch, wie es strömt. Und jetzt fahren wir nach Harstadt. Oi, da kommt ein Fischer entgegen. Also hier im Hafen von Harstadt kann es ungemütlich werden. Die Wellen, die hier reinkommen, die bringen die Schiffe ganz schön zum Schwanken. Auch unser auf die Barabbas ist ganz schön davon betroffen. Okay. Vielleicht müssen wir die Fender doch noch ein bisschen anders machen. Das sieht ja schon beeindruckend aus. Aber wahrscheinlich merkt man das gar nicht so, wenn man da drin steht. Das ist der Hafen. Da drüben ist das Hurtigboot Kai. Und das ist hier auch noch der Gästehafen. Hier kommt das Hurtigboot rein. Mit so einer Fähre sind wir letztes Jahr von hier nach Tromsø und zurückgefahren. Und wenn wir uns gleich mal anschauen, wie viele Wellen das hier im Hafen produziert. Und dann kommt gleich noch einer. Das heißt, die Wellen werden dann richtig abgehen. Naja, so schlimm ist es gar nicht. Die Kleinen hier vorne, die schaukeln viel mehr. Also wir liegen da gut. Also hier vorne, die bämbeln schon ganz schön rum. Ja. Und da hinten geht die Sonne wieder auf, so man das den Sonnenaufgang nennen kann. Die kommt halt hinter dem Berg hervor wieder.